Willkommen zurück bei Haunted Mansion, der Herr der Spiegel. Wir müssen jetzt die Lampenschirme montieren. Wo sind denn hier Lampen? Stehen wir auch eine Sonne? Ah, okay. Mond? Nee. Mondhut. Hä? Was ist denn ein Mondhut? Ja, ist gut da drin. Puppenkopf? Okay, das ist gruselig. Ah, da ist der Stern und ein Mondhut. Der jedenfalls nicht, der auch nicht. Da schon wieder die Hand, ist so ein bisschen langweilig, dass diese gruseligen Sachen immer dieselben sind. Da ist was im Luftballon, ja, da komme ich jetzt aber nicht dran. Aha, da müssen wir nachher bestimmt Noten suchen. Den hier können wir bestimmt abtrennen irgendwie. So, Moment, wir brauchen den Hut vom Mond. Vielleicht können wir ja einfach hier das da hier irgendwo finden. Da. Ha. So, jetzt haben wir auch Licht. Mal gucken, wer jetzt kommt. Ach, die schon wieder. Oh, vielen Dank, dass du das Licht ausgeschaltet hast. Angeschaltet hast. Ich hatte zu viel Angst im Dunkeln nach meiner Schwester zu suchen. Hast du sie im Haus gesehen? Moment, es ist aber ein nettes Mädchen. Hoffentlich geht es ihr gut. Ich dachte, ich hätte sie ein paar Mal im Spiegel gesehen, aber sie hat mich nicht mit mir gesprochen. Ich weiß, dass du nach den Scherben suchst. Eine Scherbe ist hier gelandet, als deine Seele zersprang. Aber jetzt ist sie unsichtbar. Du brauchst etwas Besonderes, um sie zu sehen. Das ist ein lustiges Spiel, oder? Das ist bestimmt der gute Zwilling. Öffne die Dose des Schlangenbeschwörers, finde den Schlüssel. Okay. Ja, das sieht doch schon sehr wimmelig aus. Und durch die ganzen Puppen auch irgendwie ziemlich gruselig. Weihnachtsschmuck. Da? Das ist schon wieder ein bisschen sehr leise. Das geht schneller, als wenn ich immer aus dem Spiel rausgehe. So, jetzt höre ich wenigstens ein bisschen. Ah, ich hatte das Mikro auch etwa, also das, die Lautstärke vom Headset etwas leiser gemacht. Tut mir leid, ich weiß nicht, wann ich da dran gekommen bin. Jetzt sollte man aber was hören. Von mir auch, besser. Deswegen rede ich jetzt auch laut, das ist so albern. Oh ja. Jetzt können wir das auch wieder einen Tick runter machen. So. Auto. Gut, genau. Gans. Das ist eine Ente. Weiß ich gerade nicht. Schaf habe ich aber gerade gesehen. Da ist die Robbe. Das Bett. Das Känguru habe ich auch schon gesehen. Tisch. Klavier. Ich mag dieses Geräusch. Eispickel. Jetzt fehlen nur noch die Gans. Es gilt aber nicht als Gans, ne? Nein, gut. Ja, ne? Ihr wisst doch, bei diesen Spielen weiß man nie. Du hast einen Eispickel. Der Teddybär hat einen Schlüssel. Ah, dafür brauchen wir eine Schere. Ich wusste doch, dass irgendwas mit dem Teddybär los ist. Das hätte ich dir auch eher sagen können.
Ja, jetzt brauchen wir die Flöte und fünf Noten. Ich will aber noch nicht gucken. Ich will erst die Noten finden. Ach, hilft wohl nichts. So, da ist die Flöte. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Kaninchen? Soldat? Pferdekutsche? Ich habe jetzt gerade kein Prinzip, ne? Also ich klicke einfach das an, was mir so ein, was ich mir hier so auffällt. Aber da habe ich schon jemals Prinzip bei irgendwas. Ein Eisbär. Heißluftballon, ein Häuptling. Ja, ich habe auch einen Häuptling in meinem Kinderzimmer gehabt. Das ist der Eisbär. Ja, wo segeln sie denn? Buchstabe M, nee, hier ist das T. Warum haben die eine Axt im Kinderzimmer? Das heißt ja, die Axt im Hause erspart den Zimmermann oder so ähnlich. Aber im Kinderzimmer? Ich bitte euch. Segelboot. Ich finde kein Segelboot. Ich finde wirklich keins. Wie habe ich mir das vorzustellen, das Segelboot? Meine, ich weiß, wie ein Segelboot aussieht, aber ich sehe hier einfach keins. Nö, sehe ich nicht. Ach doch, da. Ich habe nichts gesagt. Du erhältst eine Flöte. So. Eine Note fehlt noch. Oh, das ist bestimmt schwer. Ja, ist es auch. Wir können ja schon mal gucken, wie die aussieht. Ja, die wird sein, die dann fehlt. Okay. Also eine relativ kleine Note. Das ist klar. Das Kleinste bleibt am Ende immer über.
Scheiße. Sieht ein bisschen aus wie ein Golfschläger. Wo ist denn jetzt der Kopf von der Schlange gelandet? Das da? Das war lustig. Du hast das Ding gefunden, mit dem du das Unsichtbare sichtbar machen kannst. Hey, wenn du meine Zwillingsschwester findest, sag ihr, dass ich sie vermisse und hier auf sie warte. Sammle die Spiegelscherbe ein. Wofür brauchen wir das Monokel? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass wir jetzt ein Monokel brauchen. Ah, dafür brauchen wir das. Damit suchen wir jetzt die Spiegelscherbe. Da. Ja, cool. 11 Räume kommen noch und 10 haben wir schon. Also fast Halbzeit. Ach, mein Ohr juckt. Ah, oh, Towers of Hanoi. Ich liebe dieses Spiel. Boah, das dauert doch jetzt nicht immer so lange, oder? Und ich habe es natürlich wieder genau falsch herum gemacht. Verdammt. Ich vergesse es jedes Mal. Ist egal. Ach so, ich muss das so anklicken, ja. Das gibt's bei Professor Layton mit Pfannkuchen. Ich mag solche Rätsel total gerne. Mal so ein bisschen Schleichwerbung. Bei meinem Trading Card Game www.happy-snowflake.de könnt ihr das auch spielen. Da gibt es nämlich eine Belohnung für. 3 Karten, glaube ich. Ja. So. Ja, das ist ein bisschen langweilig für euch, aber deswegen mache ich ja auch Werbung. Hattet ihr auch so ein Ringspiel, als ihr klein wart? Ich weiß nicht, ob ich eins hatte, aber ich kenne genug Kinder, die eins hatten. Und ich habe nie so ganz verstanden, wofür das gut sein soll. Weil irgendwie kein Kind in der Lage ist, diese Ringe wirklich auf die Stange zu werfen. Zumal die Stange auch immer umfällt, wenn man das versucht. Und wenn man dann alt genug ist, um es vielleicht doch vom Geschicklichkeitslevel her zu schaffen, die Stange da drüber zu, diesen Ring über die Stange zu werfen, dann ist man aus dem Alter raus, sowas noch lustig zu finden. Von daher total überflüssig. Voila. Spiegel putzen? Ja. Was ist das? Das Ankleidezimmer. Oh, ich will auch so ein Ankleidezimmer. Könnte ich meine ganzen Kostüme und Perücken lagern. Ach, ich habe ja auch so viele. Garderobe, genau. Und in der Garderobe sehen wir uns beim nächsten Mal. Mit diesem Herrn hier.